Hey, was geht, meine Freunde? Hier ist euer Swishy und wir sprechen heute über die Konsolenfassung von Escape from Tarkov. Ihr fragt ja wirklich so oft bei mir nach, wie sieht es eigentlich aus, wann kommt das eigentlich mal für Konsole? Kommt es überhaupt für Konsole? Wann und wie das Ganze kommt? Natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Videos mehr zu Escape from Tarkov zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Ja, Freunde, Battlestate Games, die Entwickler bzw. auch die Publisher von Escape from Tarkov, eine der höher positionierten Mitarbeiter, Nikita Bujanov, hatte im Zuge einer Neujahrsansprache eben gesagt, dass Escape from Tarkov definitiv auf Konsolen kommen wird. Das wurde aber bereits schon 2021 in der Neujahrsansprache gesagt. Aber wie ist das jetzt eigentlich? Kommt Escape from Tarkov noch für Konsolen oder wie sieht das Ganze aus? Nikita hatte damals gesagt, also einer der Entwickler hatte eben gesagt, dass sie 2021 versuchen werden rauszufinden, ob es überhaupt möglich ist, das Spiel auf eine Konsole zu bringen. Die berechtigte Frage ist natürlich, warum sollte das Ganze nicht möglich sein? Meiner Meinung nach ist Escape from Tarkov, wenn man das Ganze schon ein bisschen länger spielt und vor allen Dingen auch, sagen wir mal, Erfahrung hat mit dem ganzen Modell, sehr schwer umzusetzen auf Konsole. Das Plündern der Soldaten und vor allen Dingen auch der Stash, also generell, sagen wir mal, das Lager, ist schon sehr auf Maussteuerung ausgelegt. Man muss hier fairerweise sagen, ich glaube, es würde mit Konsole 100 Jahre dauern, richtig etwas zu looten im Spiel. Und ich denke halt, dass die Umsetzung gerade von solchen Dingen super schwierig sein wird, das Ganze auf Konsole umzusetzen. Das Gameplay als solches, denke ich, ist auf jeden Fall ganz gut umsetzbar. Aber Fakt ist auch hier, es wird natürlich ein bisschen komplexer, das Ganze umzusetzen, weil Escape from Tarkov natürlich mit dem Lehnen, wie zum Beispiel Rainbow Six Siege, wo man sich zum Beispiel auch lehnen kann, das funktioniert auf Konsole ja ganz gut. Aber auf jeden Fall gibt es ja noch Sachen wie hinlegen, ducken, zum Beispiel im Ducken auch rauf und runter sich zu beugen, quasi Duckhöhe zu ändern und, zum Beispiel auch langsamer zu gehen und vor allen Dingen auch richtig zu schleichen, dass man keine Steps macht, sich aber dafür sehr langsam bewegt. Oder eben schneller bewegen. Das Ganze ist ja mit dem Mausrad einstellbar und das Ganze müsste auf Konsole halt eben umgesetzt werden. Mit der Konsole ist sehr viel möglich, selbst MMOs funktionieren mittlerweile. Ich denke jedenfalls, wird eine sehr schwere Aufgabe, das Ganze für Konsolen umzusetzen. Haken aktuell auch, warum Escape from Tarkov vermutlich nicht in nächster Zeit für Konsole kommen wird, ist eben, dass das Spiel sich aktuell noch im Early Access befindet. Und hier muss man auch sagen, dass Escape from Tarkov bzw. die Entwickler sich dafür entschieden haben, das Spiel halt eben nicht über größere Plattformen anzubieten. Heißt, ihr habt nicht die Möglichkeit, Escape from Tarkov über Steam, Epic Games Store, GOG oder weiß der Geier wo zu kaufen, sondern ihr könnt zwar Keys über diverse Keyshops erwerben, aber eben nur bei Escape from Tarkov offiziell auf der Seite eben einlösen. Auf Steam gab es das Ganze nicht zum Beispiel oder sonstiges, sie haben sich halt entschieden, ihr eigenes Ding zu machen. Und hier müsste man halt erstmal gucken, ob das Spiel vielleicht erstmal aus dem Early Access raus muss, damit das überhaupt realisierbar wäre, beziehungsweise aus der Beta-Phase raus muss, weil offiziell ist es ja noch nicht erschienen. Und hier denke ich jedenfalls, dass es, wenn das passiert, eventuell auch eine Konsolenfassung möglich wäre. Ich denke aber auch, weil es ein ziemlich komplexes Spielsystem ist und allem drum und dran, dass es vermutlich nicht mehr für PS4 und Xbox One erscheinen wird. Wenn Escape from Tarkov für Konsolen erscheinen sollte, denke ich eher nur für die neueren Xbox-Konsolen und vor allen Dingen für die PlayStation 5. Soviel aber erstmal zu der Faktenlage. Man wird mit Sicherheit darüber nachdenken, Escape from Tarkov auf Konsolen rauszubringen. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch passieren, aber ich denke, das wird noch Zeit brauchen. Wie gesagt, ich denke, es muss halt eben erstmal aus der Early Access Phase bzw. Beta Phase heraus, um dann auch das Problem eben des Keys-Verkaufens zu lösen, weil sie halt wie gesagt eben nur offizielle Keys über ihre Seite anbieten. Weil man das Spiel halt eben nur über den eigenen Launcher aktivieren kann und nicht über irgendwelche anderen Plattformen. Ja, Freunde, so viel erstmal abschließend zu sagen. Die Frage, kommt Escape from Tarkov nun für Konsolen, beziehungsweise wie ist die aktuelle Lage? Ich hatte es ja im Video schon beschrieben. Ich gehe schon davon aus, dass Escape from Tarkov für Konsolen kommen wird, aber ich denke, wie gesagt, es wird mit Sicherheit noch ein, zwei Jahre dauern, weil halt eben erstmal die Möglichkeit ausgesiebt werden müssen, wie das Ganze umsetzbar ist. Und vor allen Dingen haben sie sich ja 2021 erst dran begeben, beziehungsweise über die Möglichkeiten nachgedacht. Und dann muss halt eben das Spiel erstmal fertig werden, Escape from Tarkov. Das muss angepasst werden, allem drum und dran. Also wie gesagt, ich denke, ein bis zwei Jahre werden wir auf jeden Fall auf eine Konsolenfassung noch warten müssen. Aber genug von mir an der Stelle. Was sagst du dazu? Glaubst du, Escape from Tarkov wird noch für Konsolen kommen oder sagst du selber, ich weiß ja nicht? Schreib es mir unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Wir sehen uns in Tarkov. Haut rein, euer Swishy.